So, das waren jetzt ein paar kurze Aufnahmen meiner Trockenzelle. Zu der gibt's übrigens auch ein Video, das verlinke ich euch jetzt einfach mal da oben. Heute geht's darum, wie man sich davon quasi eine Sparvariante baut, die nahezu nichts kostet und eine fast ebenso gute Leistung erbringt. Im zweiten Teil des Videos gibt's mit dieser Zelle dann ein paar Experimente, und zwar möchte ich herausfinden, wie sich die Schaltung der Platten sowie Elektrolytkonzentrationen und die Temperatur auf die Gasproduktion einer Wasserstoffzelle auswirkt. Zum Bau benötigt ihr nur eine Polyamid- bzw. Kunststoffstange. Das Gewinde kann man da auch ganz einfach selbst hineinschneiden. Außerdem benötigt man ein Kunststoffgefäß und ein paar Kunststoffunterlegscheiben. Ich habe mir als erstes einige Stahlplatten aus einem alten Niroster-Rutschenblech zugeschnitten. Dafür muss man nur die Augen offen halten, sowas findet man auch oft am Sperrmüll. Wichtig ist es, immer alles zu entgraten, damit später keine Späne abstehen, die nachher eventuell einen Kurzschluss in der Zelle erzeugen könnten. Als nächstes habe ich die Platten sortiert und Löcher für die Gewindestangen sowie die Stromanschlüsse auf die Anschlussstreifen gebohrt. Da das Blech teils noch verdreckt war, habe ich es einfach mit so einer Bürste gebürstet. Alle Platten sind durchnummeriert, damit die Löcher aufeinander passen. Danach kann man das Ganze schon mit den Polyamid-Unterlegscheiben stapeln. Alle positiven und alle negativen habe ich mit einer Schraube und vielen Muttern fest verbunden. Dann fehlte noch der Gasauslass und eine geeignete Montageplatte. Aber das bleibt jedem selbst überlassen. I'm not afraid of the dark.
Bubbler besteht übrigens aus einer PET-Flasche mit eingeklebten Schlauchanschlüssen und befüllt wird er mit Deonat. Als Elektrolyt nehme ich hier Natriumcarbonat, das bekommt man als Kristallsoda in jedem besseren Supermarkt. Zum Testen stelle ich mir eine 2%ige und eine 10%ige Lösung her, um zu sehen, welche besser funktioniert. Um zu sehen, welche Aufnahme die Zelle hat, verwende ich zum Testen mein Labornetzteil mit der Anzeige. Zum Test befülle ich jetzt eine 340 ml Flasche mit Knallgas, um zu sehen, wie viel Gas meine Zelle bei der 2%igen Laugenkonzentration produziert. Außerdem sind jetzt alle Platten an den Strom angeschlossen. Insgesamt waren das jetzt 1 Minute 12 Sekunden bei 4,5 Volt und 23,4 Ampere. Jetzt tausche ich die Lauge und probiere das Ganze mit der 10%igen Sodalösung. Hier habe ich jetzt bei etwas weniger Volt als vorher, nämlich 3,5 und gleich viel Stromstärke, 23,4 Ampere, circa gleich lange für die 340 ml an Gas gebraucht, nämlich genau 1 Minute und 7 Sekunden. Das Netzteil ist hierbei auf die volle Leistung aufgedreht. Bis jetzt waren ja alle Platten parallel geschalten und jetzt probiere ich mal nur die äußersten an den Strom anzuschließen. Der Rest fungiert dann wie bei meiner großen Trockenzelle als neutrale Platten. Das schaut dann in etwa so aus. Sofort erkennt man, dass dadurch weitaus mehr Gas produziert wird, bei einer eindeutig niedrigeren Stromstärke, aber dafür einer höheren Spannung. Bei der 10%igen Lösung saugt die Zelle jetzt genau 485 Watt, vorher hatte ich nur 105 Watt. Die 340 ml habe ich jetzt in etwa 16 Sekunden produziert. Während meiner Versuche hat sich die Zelle um einiges erwärmt, sodass die Stromstärke gestiegen ist und die Zelle jetzt eine Gesamtleistung von 690 Watt aufnimmt. Damit produziert die Zelle jetzt 1,2 Liter pro Minute. Jedoch kann ich leider nicht sagen, wie viel Wasserdampf da dabei ist. Der wird bei so einem kleinen Bubbler leider nicht wirklich herausgefiltert. Vor allem, wenn die Zelle ordentlich warm wird, kommt da schon einiges an Dampf mit. 1,2 Liter pro Minute ist dennoch eine Wahnsinnsleistung für so eine kleine und billig gebaute Zelle. Zur Vollständigkeit probiere ich dieselbe Konfiguration jetzt mit der 2%igen Elektrolytlösung. Zur Erinnerung, vorher, als alle Platten an den Strom angeschlossen waren, machte die Laugenkonzentration eigentlich fast keinen Unterschied. Diesmal jedoch, während die Volt gleich blieben, sind die Ampere drastisch auf ca. ein Viertel des vorherigen Wertes gesunken. Und damit ist die Gasproduktion auch etwa wieder auf 340 ml pro Minute. Eigentlich wollte ich ja dieses Netzteil für diese Zelle verbauen, jedoch hat es einen zu empfindlichen Überstromschutz, sodass ich es leider nicht verwenden kann, weswegen es sich immer wieder abschaltet. Jetzt wundern sich sicher einige, warum die Elektrolyse besser funktioniert, wenn nur die äußersten Platten an den Strom angeschlossen sind. Vorweg, auch an den Platten dazwischen wird Gas produziert. Das seht ihr hier jetzt an dieser Aufnahme. Das liegt daran, dass diese Platten einfach im Spannungsverlauf der Zelle liegen und man auch an ihnen eine Potentialdifferenz messen kann. Hier seht ihr eine Zeichnung, wo ich mir damals für meine große Zelle ein Multimeter ausgeborgt habe und da ein bisschen die Spannungen gemessen habe. Laut Literatur funktioniert die Elektrolyse am besten bei einer Einzelzellspannung von etwas unter 2 Volt. 2 Volt pro Zelle sind daher ideal. Die Spannung der geladenen Platten teilt sich quasi auf die dazwischen liegenden neutralen Platten auf. Wenn ich jetzt 12 Volt auf die äußersten Platten anlege, dann sind es bei insgesamt 7 Platten genau 2 Volt pro Zwischenkammer. Das kann auch jeder selber an seiner eigenen Zelle nachmessen. Das ist echt interessant, wie sich da die Spannung auf die einzelnen Platten aufteilt. Rechts unten habe ich jetzt ein bisschen skizziert, wie sich das Ganze mit den Ampere verhalten könnte. Das weiß ich aber selbst nicht so genau.
vor allem weil ich kein Messgerät, welches bis zu 50 Ampere Gleichspannung messen kann, zur Verfügung habe. Auf jeden Fall gilt, 2 Volt als Differenz zwischen zweier Platten ist notwendig für die Elektrolyse. Alles darüber ist eigentlich verschenkt oder unnötig. Die Ampere sind schlussendlich die, die die Arbeit leisten und die, die verantwortlich sind, wie viel Gas produziert wird. Bei dieser Versuchszelle hatte ich jetzt 12 Platten und 30 Volt, was 3 Volt pro Kammer macht. Das ist eindeutig zu viel und führt sicher auch zur übermäßigen Erwärmung der Zelle. Hier schließe ich jetzt mein 12 Volt Netzteil bei der 2%igen Lauge an die Zelle an. Jetzt habe ich also 1,2 Volt pro Kammer und das ist eindeutig zu wenig und es wird auch fast gar kein Gas produziert. Wenn ich dieses Netzteil also verwenden wollen würde, müsste ich entweder nur 7 Platten verwenden oder eine 11. hinzutun und die äußeren negativ und die mittlerste positiv schalten, um so wieder die 12 Volt auf 2 Volt pro Kammer aufzuteilen. Da dieses Netzteil aber wie gesagt einen sehr empfindlichen Überstromschutz hat, wird es bei höheren Laugenkonzentrationen sofort in den sicheren Modus fallen und nicht funktionieren. Stattdessen verwende ich einfach mein Labornetzteil. Diese Zelle dient ja sowieso nur, um solche kleinen Versuche durchzuführen. Die Gasproduktion ist mit 1,2 Liter pro Minute jetzt hoch genug, um auf die Injektionsnadel als Düse zu verzichten und stattdessen direkt die 0,6 mm Stromdüse zu verwenden. Das Gas darf man niemals direkt ohne Flammenarrestor anzünden, aber dazu und zu allen anderen getroffenen Sicherheitsvorkehrungen kommt bei mir demnächst noch ein Video. Der Unterschied zur Flamme meiner großen Zelle schaut jetzt sehr gering aus, man darf aber nicht vergessen, dass ich bei der großen Zelle eine 0,8 mm Düse verwende. Da passt also wesentlich mehr Gas durch, weshalb die Flamme auch ein bisschen breiter statt länger wird. Die Flammen sind jetzt übrigens deshalb nur so gelb, weil ich sie mit Kochsalz eingefärbt habe. Die Natriumionen bewirken die gelbe Färbung, weshalb die Flamme einfach besser sichtbar ist. Wenn die Zelle kalt ist, habe ich übrigens nur 9,5 Ampere und auch die Flamme ist hier noch echt klein. Wenn die Zelle warm ist, liegt die Stromaufnahme bei über 20 Ampere. Wenn man seine Zelle sehr lange verwendet, kann es passieren, dass sie immer mehr Strom zieht und sich das Netzteil irgendwann verabschiedet. Mir ist das bereits vor einiger Zeit bei meiner großen Zelle passiert, das Netzteil war damals leider kaputt. Nach den Versuchen betrug die Temperatur der Testzelle übrigens fast 70 Grad. Das ist also keine sehr effiziente Elektrolyse. Nun komme ich zum Fazit des Ganzen. Bin ich nicht eigentlich blöd, wenn ich mir eine solch teure Zelle mit so viel Aufwand selber baue, wenn eine so billige und aus billigen Materialien hergestellte schon fast die Hälfte an Gasproduktion liefert? Meine Antwort ist eindeutig nein. Solch eine übermäßige Erwärmung wie bei der kleinen Zelle habe ich bei der großen einfach nicht. Zudem funktioniert sie viel zuverlässiger und man kann sie eben auch für längere Zeiten verwenden. Würde ich meine große Zelle mit noch mehr Ampere füttern, könnte ich vielleicht sogar noch mehr als meine 2,5 Liter pro Minute produzieren. Dennoch, wenn ich Fotos von Leuten sehe, die sich so etwas nachgebaut haben und denen das Ding dann in die Luft geflogen ist, muss ich ehrlich sagen, dass so eine kleine Zelle für den Einstieg wirklich besser geeignet ist. Ich empfehle das jedem Anfänger einfach darum, um Erfahrungen zu sammeln und zu lernen, damit korrekt umzugehen. Auch ich habe damals kleine Apparaturen aus Graphitminen und Heißkleber gebaut, so lange bis der Heißkleber zu heiß wurde, schmolz und die Graphitstäbe nicht mehr in Position hielt, sodass sich die berührten und einen Kurzschluss erzeugten. Unter Knallgasatmosphäre kann sich glaube ich jeder die katastrophalen Folgen vorstellen. So etwas sollte einfach nie passieren und wenn es passiert, dann ist es eben besser, wenn das im kleinen Maßstab einer kleinen Versuchszelle passiert, als wenn einem dann der Bubbler einer großen Zelle mit, weiß ich nicht, 4 oder 5 Litern Volumen in die Luft fliegt. Deswegen bin ich immer ein Fan davon, klein anzufangen. Erfahrungen kann man nicht lernen, sondern die muss man einfach machen. Nichtsdestotrotz, diese Zelle dient mir jetzt vor allem, um die Rolle von Spannung, Stromstärke, Plattenkonfiguration, Elektrolytkonzentration und Temperatur zu demonstrieren. Das wäre bei der großen Zelle viel schwieriger gewesen, weil es sehr schwierig ist, die große Zelle von der Schaltung oder von der Plattenkonfiguration umzuändern. Und ich könnte auch noch tausende andere Erfahrungen mit euch über dieses Thema teilen, weil ich einfach schon sehr viel Zeit damit verbracht habe. Das würde hier in diesem Video aber den Rahmen sprengen. Deswegen habe ich mir jetzt einen Zweitkanal erstellt, den findet ihr einfach mal unten in der Videobeschreibung. Und dort werde ich dann hin und wieder entweder kurze Videos posten, die ich so nicht auf diesen Kanal hochladen möchte. Oder vielleicht auch Q&As, wenn ihr gute Fragen habt, werde ich dann direkt an meiner Trockenzelle oder an meinen anderen Projekten live beantworten. Die Fragen stellt mir bitte einfach da unter meine Videos oder auf Instagram. Und damit bis zum nächsten Mal.